Wäre es nicht toll, eine VPN-App für Mac zu finden, die wie die Kollegen von Windows gut entwickelt und vollgepackt mit Funktionen sind? Nun, in diesem NordVPN für Mac-Review wirst du gleich herausfinden, ob NordVPN diesem Anspruch gerecht wird. Bevor wir aber loslegen, sieh dir unseren Kanal an, auf dem noch mehr coole Tech-Reviews und Tutorials auf dich warten. Denk bitte daran, den Abonnieren-Button zu drücken. Und wenn du NordVPN bereits benutzt hast, dann schreib mir in die Kommentare, was du von diesem Service hältst. VPNs konzentrieren sich in der Regel darauf, ihre Windows-Apps zu verfeinern und zu polieren, während ihre Mac-Apps vernachlässigt werden. Viele VPN-Mac-Anwendungen sind fehlerhaft und haben zu wenige Funktionen. NordVPN ist im Moment eines der beliebtesten VPN-Dienste auf dem Markt. Würde die NordVPN-Mac-App also einer genaueren Prüfung standhalten? In diesem Video wirst du herausfinden, wie man NordVPN auf dem Mac benutzt, ob es sicher und privat ist und welche Funktionen es zu bieten hat. Ich schaue mir auch an, wie es im Vergleich zu der NordVPN Windows-App funktioniert und werde es mit dem ExpressVPN, Surfshark und PAA-Apps für Mac vergleichen. Zunächst erfährst du, wie du NordVPN auf dem Mac einrichtest. Als allererstes solltest du wissen, dass es eigentlich zwei App-Versionen für Mac gibt. Der größte Unterschied hier sind die von ihnen angebotenen Tunneling-Protokolle. Die ältere OpenVPN-App stellt die Verbindung nur über das OpenVPN-Protokoll her, während die neuere IKEV2-App, die für die meisten Situationen empfohlen wird, sich auch über IKEV2 verbinden kann, sowie auch das schnelle und neue Nordlinks-Protokoll. Bei den Einstellungen und Kill-Switches gibt es auch kleinere Unterschiede. Darauf werde ich gleich zurückkommen. Die Einrichtung ist generell schnell und unkompliziert. Zunächst wähle die Version aus, die du herunterladen möchtest. Die IKEV2-App gibt es im Store und die OpenVPN-Version findest du auf der NordVPN-Website. Lade die NordVPN-Setup-Mac-Dateien herunter. Wenn du über den App Store gegangen bist, dann drücke auf die Schaltfläche App installieren im Store. Wenn nicht, dann klicke zweimal auf die Datei in deinem Download-Ordner. Dadurch öffnet sich ein Fenster, das dich durch den Installationsvorgang führt. Du wirst möglicherweise um Erlaubnis zur Installation der Hilfsfunktion gebeten. Manchmal ist dieses Tool nötig, um sichere VPN-Tunnel einzurichten. Du musst dann dein Mac-Passwort eingeben, auf OK drücken und den Datenschutzhinweis akzeptieren. Jetzt kannst du dich mit deinen Anmeldedaten anmelden. Es gibt eine Schnellverbindungstaste auf dem Startbildschirm zum sofortigen Verbinden. Im Fenster auf der linken Seite kannst du auch nach anderen Servern suchen oder du nutzt die Kartenfunktion, um einfach einen Standort zu finden. Lass uns einen genaueren Blick auf die Funktionen von NordVPN Mac werfen. Dazu gehören eine unabhängig geprüfte No-Logs-Richtlinie, eine datenschutzfreundliche Rechtsprechung, Verschlüsselung auf militärischem Niveau, ein guter Leckschutz und die besten Tunneling-Protokolle. NordVPN verwendet auch RAM-basierte Server, die sicherer sind als die Vettern mit der Festplatte. Diese Funktionen gelten für die Mac-Apps. Doch was bietet ein VPN für Mac noch? Es gibt einen Kill-Switch. Mac-Apps haben das oft nicht, also ein großer Bonus. Die beiden Versionen funktionieren ein bisschen unterschiedlich. Der Kill-Switch von OpenVPN beendet bestimmte Apps, während der Kill-Switch für IKEV2 alle Anwendungen beendet. Split-Tunneling ist eine weitere Funktion, die in einem VPN sehr nützlich ist, weil du damit aussuchen kannst, welche Apps den Dienst nutzen. Aber leider hat NordVPN das für Mac nicht. Beide App-Versionen bieten spezielle Server für Onion-Over-VPN und P2P, sowie Double-VPN, verdeckte Server und die CyberSec-Funktion, die Werbung auf bösartigen Websites blockiert. Verdeckte Server verschleiern die VPN-Nutzung und sind ein wirklich praktisches Feature in jedem VPN, besonders wenn man unterwegs ist. Mit der OpenVPN-Version kannst du auch einen eigenen DNS-Dienst nutzen. Wenn man die Mac- und Windows-Apps von NordVPN miteinander vergleicht, würde ich sagen, dass Split-Tunneling die einzig fehlende Funktion ist, die wirklich auffällt. Es wäre auch schön, wenn die OpenVPN-Version auch Nordlinks anbieten würde, das schnellste und sicherste Protokoll. Einige Mac-Benutzer müssen möglicherweise zwischen den Versionen wechseln. Aber es gibt wirklich sehr wenig, was in der Mac-App fehlt. Tatsächlich haben Apple-Benutzer sogar ein Bonus-Feature von NordVPN, weil sie den Dark Web Monitor laufen lassen können. Ein Tool, das das Web nach Datenlecks scannt, die in Verbindung mit der registrierten E-Mail-Adresse stehen. Ein Blick in die NordVPN Mac Release Notes für 2021 zeigt auch, dass NordVPN viele Überlegungen und Zeit in ihre Mac-App steckt. Ich sehe Fehlerbehebungen, Anpassungen an der Benutzeroberfläche, erhöhte Akkuoptimierung und andere Maßnahmen, um den Dienst und die allgemeine Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Aber wie bereits erwähnt, wäre ein NordVPN Mac Review nicht vollständig, wenn man es nicht mit anderen Top-Mac-Apps vergleichen würde. All diese Dienste haben einen strengen Datenschutz und Sicherheit, gute Protokolle und Kill-Switches für Mac sowie optimierte Mac-Anwendungen. Genauso wie NordVPN hat es kein Split-Tunneling, aber es deckt sich mit Nords breiter Palette an Funktionen. Es bietet auch unbegrenzte Verbindungen, was viel mehr ist als die 6 von NordVPN. ExpressVPN für Mac hat Split-Tunneling. Es hat jedoch keine verschleierten Server, DoubleVPN oder CyberSec, welche NordVPN bietet. Es gibt nur 5 mögliche Verbindungen und es ist generell teuer.
Die PIA Mac App verfügt auch über Split Tunneling und bietet eine Vielzahl von Verbindungen. Es hat aber auch kein Double VPN, CyberSec oder verdeckte Server, die NordVPN zu bieten hat. Okay, also meiner Meinung nach ist NordVPN für Mac eines der besten Mac-VPNs, die es gibt. Du hast Zugang zu hohen Geschwindigkeiten, viele hervorragende Funktionen und gute Tunneling-Protokolle. Trotzdem wirst du ohne Split-Tunneling auskommen müssen, dich mit der Unannehmlichkeit abfinden, nur eine App zu wählen, und du wirst nicht in der Lage sein, ein spezifisches Tunneling-Protokoll zu nutzen. Du wirst auch einen Killswitch haben, der ein wenig anders funktioniert als in der anderen Version. Also, was ist dein Lieblings-VPN für Mac? Hast du schon welche probiert? Lass es uns unten in den Kommentaren wissen. Und jetzt, wo du dich mit der NordVPN Mac App vertraut gemacht hast, gibt es nichts weiter zu tun, als dass du dir unten den Link in der Beschreibung ansiehst und einen saftigen Rabatt bekommst. Bitte abonniert diesen Kanal für eure wöchentliche Dosis an VPN-News, Reviews und Tutorials.